ситуация. Тем сетевой, да. Würden uns auch Fallout 4 freuen, wenn wir rein dürften. Auf was ich mich auf jeden Fall freue, weil ein Freund hat mich informiert, dass es die Morpheus-Brille von Sony gibt. Die würde ich mir auf jeden Fall gerne anschauen. Game City 2015, das ist der Wahnsinn. Das ist, schaut nach allen Rekorden wieder aus. Die Schlange ging gerade bis zum Ring und ging um die Ecke bis zum Parlament. Das ist der Hammer. Es ist tolles Wetter. Irgendwie der Wettergott liebt uns und es ist einfach nur wunderbar. Alle neuen Spiele ausprobieren kann. Das ist das Tolle. Am besten ist natürlich am Freitag, weil da weniger los ist. Die Game City ist ein einzigartiges Angebot der Stadt für Kids und Jugendliche und erwachsene Jugendliche. Bei freiem Eintritt im Rathaus die coolsten Spiele einfach einmal kennenzulernen. Mehr als 60.000 Besucher sind einfach die richtige Antwort auf so ein tolles Angebot. Und wir vom Wien-Kanal, wir sind unheimlich stolz, dass wir mit einem ganz, ganz tollen Angebot hier vertreten sind. Ich komme jedes Jahr zur Game City. Das ist eigentlich schon ein fixer Bestandteil im Oktober. Und ich finde es einfach toll, da neue Spiele ausprobieren zu können und zu sehen, was halt so im Kommen ist. Einfach ein lustiger Event und es ist cool, dass es in Wien stattfindet. Wir sind drei mit V. Eine Virtual Reality Lounge. Wir sperren am 7. November in der Lindengasse 53 unser Lokal auf, wo man die ganzen neuen Virtual Reality Devices, also die Brillen, ausprobieren kann. Wir haben diese großartigen Rennsimulatoren, die wir dort aufbauen mit echten Motion Seats. Und ja, wir haben sehr guten Kaffee und gute Getränke, also bitte gerne vorbeischauen. Mein Enkel Quinter Sohn ist eigentlich mehr visiert auf das Ganze als wie ich. Ich kann etwas spielen, aber auf die neueste Technik, da ist mein Zeitalter schon lang drüber. Wenn es leichter gegen die Spiele, ja, so wie das auch, da komme ich noch mit, aber ansonsten die anderen Spiele ist für meine Generation nicht so zu hoch. Es gibt gratis Eistee, stündlich drüben an der Rauchbar, also es ist schon ziemlich cool da. Game City Rock!